war schon länger nicht im Game und prompt fängt es an zu regnen. Ich gehe mal hoch nach... Ich wollte gerade Scarlet sagen. Nach Rattay. Und zwar habe ich eigentlich vor, dadurch, dass ich so lange nicht im Game war, vielleicht erstmal zu trainieren. Es ist bloß leider schon etwas spät. Es ist irgendwie schon 19 Uhr in dem Game und Bernhard ist leider nicht da. Der hat schon Feierabend. Würde ich dann am nächsten Tag frisch, fröhlich neu trainieren gehen. Wir haben da ja noch ein paar Kombo-Sachen und so auf. Und außerdem ist es vielleicht ganz gut, wenn man schon eine Zeit lang nicht mehr im Game war, das zu machen. Ansonsten möchte ich gerade einmal hochlaufen. Ich hatte ja ein paar Scarlitzern einmal ein paar Jobs verschafft gehabt. Diese Bewerbungsgespräche, was ich da geführt hatte und sowas. Und da habe ich ja noch was offen von dem einen. Komme ich ja noch was. Und ich will mal schauen, ob ich die wiederfinde. Und das war der Scarlitzer. Und ich gehe jetzt davon aus, dass ich die da oben irgendwie finde. Da. Also hier in dem, in diesen netten Behausungen, die dort sind. Und wenn nicht, laufen sie mir vielleicht irgendwann zufällig über den Weg. Ich weiß auch nicht mehr so genau, wie die heißen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe mein Zettelchen nicht mehr, wo ich das damals aufgeschrieben hatte. Wir sind generell keine. Bartek, mit dir, der war auf jeden Fall dabei. Gott sei mit dir. Der trägt doch was. Und, gefällt dir die Arbeit? Ich tue, was man mir sagt. Aber du bekommst doch gutes Geld, oder? Ein paar Groschen verdiene ich schon, aber Mutti nimmt alles, da sie sich um alles kümmern muss. Lebe wohl. Okay. Mutti sagt sich das alles ein. Okay, die laufen hier rum, also die arbeiten wirklich. Bürgerin Pickel. Schön, dich zu sehen. Mhm. Okay, ja. Und wie geht's dir? Kurz gesagt, es ist Drecksarbeit. Aber wenigstens geht mir keiner auf den Sack, da niemand mit mir ein Wort wechseln will. Mach's gut. Okay. Also zwei habe ich jetzt schon gefunden. Die laufen halt wirklich hier lang. Die hatten ja schließlich auch Namen, also werde ich die wohl hoffentlich wiederfinden. Also ja, wir können uns ja mal hier mit den Leutchen reden. Die Frage ist, wo laufen die lang? Ne, jetzt habe ich zwei schon gesehen. Also ja, mehrere, aber das andere sind keine mit Namen, ne? Mal gucken, also ab und zu laufen hier welche mit Eimer rum. Mal habe ich Geld dabei. Ich sollte mal mehr mitnehmen und so. Ja, ich könnte auch mal den Shit verkaufen, den ich hier habe. Was habe ich denn an? Und reparieren müsste ich das auch mal alles. Ah ja, na. Sind hier noch welche? Also wenn ich welche mit Eimer sehe, dann helfe ich den doch mal. Ich hole mal meinem Hund was zu essen. Wenn ich jetzt schon hier bin. Heilige Maria, du stinkst! Danke fürs Kompliment. Dankeschön. Lebe wohl. Lebe wohl, ich will handeln. Lebe wohl. Wenn du nicht mit mir reden willst, dann sag's doch. Dann sag's doch direkt. Peitschen? Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir's. Ich zahl doch nur. Das wird sie doch nicht annehmen. Weil 0,1 Groschen weniger oder weiß ich nicht, 10 Pfennige. Einverstanden? Mehr. Da sind wir aber bei. Dann sind wir beim ursprünglichen Preis.
Da schlage ich zu. Okay, ich hinterfrage jetzt nicht, worum es überhaupt ging. Der Preis war schon halt etwas niedrig. Da. Stopp. Füttern. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ganz lecker. Bitte sehr. So, dann haben wir nämlich das auch. Und dann gehe ich gleich sonst hier meine Sachen reparieren. Ah, hier, das ist... Hier noch, ist noch einer. Schön, dich zu sehen. Und? Wie geht's dir? Es ist schrecklich. Die Arbeit ist hart und die Leute wechseln kein Wort mit mir. Sie rümpfen nur die Nase. Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Sobald die Minen wieder öffnen, haben das alle schnell vergessen. Mach's gut. Das war der, der, glaube ich, Scheiße schleppen muss. Schneider. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ja. Auf bald. Okay. Ich müsste vielleicht in sein Geschäft reingehen. Damit es funzt. Mal gucken, ob da noch jemand das an den Marktständen stehen. Schließlich noch welche. Gucken wir mal. Die sieht so ordentlich aus. Heinrich, was hältst du von dem Look? Na? Sieht vielleicht ein bisschen schicker aus. So minimal. Stimmt. Beste Grüße. Beste Grüße. Wie immer. Reparatur. Gott behüte dich. Also es ist gar nicht so kaputt, was er halt reparieren würde. Dieses Schwert kann ich halt nicht reparieren. Das ist schon kaputt. Aber den Bogen, den können wir doch reparieren. Reden wir über den Preis. Warum nicht? Obwohl, die Stinke probiere ich's. Machen wir mal 32. Einverstanden? Das ist zu wenig. Sag doch gleich, was du willst. 33? In Ordnung. Wenn ich einen Groschen sparen kann, spare ich einen Groschen. So sieht's aus. So, der Schneider ist im Innenhof. Und da ist eigentlich der Schuster, wo ich noch hin müsste. Da war ich noch nie. Der ist da hinten irgendwo. Knoblauchsuppe für den Winter. Knoblauch für den Winter. Die sind... Achso, okay. Den habe ich gesehen. Der hat schon Feierabend gemacht. Dann gucke ich mal beim Schuster, ob der auch schon Feierabend gemacht hat. Ah, nee, die machen jetzt... Nee, die sind noch da. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht auch nicht. Ich schaue jetzt immer nach, wenn jemand so einen Eimer trägt, ob das vielleicht eine Person ist, mit der ich noch sprechen könnte. Ein Stückel. Bitte der Schenke. Ja. Noch nicht da rein hier. Ach, da ist auch ein Schild, okay. Aber da sitzt niemand. Vielleicht hier drinne. Danke, dass du die Tür geöffnet hast. Ich konnte sie nicht öffnen, ne? Gott schütze dich. War nicht möglich. Gott schütze dich. Danke. Schon entschieden? Gott schütze dich. Das ist genug. Danke. Jetzt. Hier, dein Wechselgeld. Mach's gut. War mir ein Vergnügen. Krass, die reden da jetzt so nebenan. Glaube ich 86.
Endlich diese Schuhe reparieren. Reden wir über den Preis. 10 Jahre später. Klar, warum nicht? Naja, ich probiere es hier mal mit 42, ne? 42,5, ich will nicht übertreiben. Einverstanden? Das ist zu wenig. War mir klar. 43. Endlich eine vernünftige Summe. 2 Groschen gespart. Na, läuft doch. Schneider hat zu. Mein Schwert könnte ich gleich mal am Schleifstein sauber machen. Das da ging gerade nicht. Wahrscheinlich auch beim Schneider. Da mache ich dann im Anschluss. Ich könnte auch irgendwann mal hier übrigens diese Punkte vergeben. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Das werde ich hier wahrscheinlich in 10 Jahren nicht machen. Dann wäre das Game zu leicht. Da oben war eine Schmiede. Unten ist auch eine, aber da oben könnte ich den Schleifstein, glaube ich, benutzen. Das müsste eigentlich gehen. Wenn ich das kann, also ich wegen den Fähigkeiten, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja bisher noch nie einen Schleifstein verwendet. Außer mit Papa zusammen, ne? Beginnen. Bin mal gespannt. Ach du Kacke, ich mache das Schwert kaputt. Man darf mir gleich ein neues Schwert kaufen. Was gilt denn hier so? Wenn du deine Klingen scharf halten und die Reparatursets sparen willst, kannst du Schleifsteine zum Schärf nutzen, wie du sie bei jeder Schmiede vorfindest. Nähere dich einem Schleifstein, beginne den Vorgang und wähle die zu schärfende Waffe aus der Liste aus. Haben wir schon gemacht. Die Waffe muss entlang der ganzen Schneide geschärft werden. Mit der Maus wählst du die gewünschte Stelle aus. Du musst die Klinge im korrekten Winkel zum Schleifstein halten. Ach du Kacke. Ist der Winkel zu flach, wird die Schneide nicht geschärft. Ist der Winkel zu steil, machst du die Schneide stumpf. Mit der Maus kontrollierst du den Winkel. Wird mir das angezeigt? So, mit der Leertaste hältst du den Schleifstein in Bewegung. Außerdem musst du den richtigen Druck ausüben, um die Klinge zu schärfen. Verbraucht auch Ausdauer. Drücke die mittlere Maustaste für mehr Druck. Und für weniger Druck. Also scrollen und so, ne? Korrektes Schärfen erkennst du an fliegenden Funken. Quillt jedoch schwarzer Rauch unter der Klinge hervor, beschädigt du sie gerade. Eine gute geschärfte Klinge ist glatt und glänzend. Ich darf mir gleich ein neues Schwert kaufen gehen. Auch sind ein paar Funken. Verstehe nicht ganz. Wieso geht es nicht durchgehend? Ich habe keine Ahnung. Sie ist auf jeden Fall sauber. Ich habe sie kaputt gemacht. Jetzt ist sie richtig kaputt. Ich kaufe mir mal ein neues Schwert. Die Würze ist das A und O. Die Würze ist das A und O. Obwohl, ich kann mit dem Schwert dann auch noch ein bisschen üben. Also manchmal waren da Funken, aber das mit dem Druck hat nicht funktioniert. Mit diesem Scrollen, das hat sich nichts verändert gehabt. Nicht so wirklich, fand ich.
Naja, das Ziel ist, ich hab's gesagt, ich brauche ein neues Schwert. So kauft man sich da neues, das war auch da. Na, das war Absicht. Ist natürlich schon zu spät und ich brauche dann für morgen erstmal ein neues Schwert, bevor ich zu Bernhard gehe. Da sehe ich das schon wieder vor mir hier. Drückt die ganze Zeit Tab, es tut mir leid. In allen anderen Games gefühlt, in denen ich momentan bin, drückt man Tab. Er ist noch da. Wie teuer ist denn ein Schwert? Waffen. Er hat kein Schwert, er hat nur ein Schild. Ist das jetzt euer Ernst? Fantastisch. Kümmere ich mich morgen drum? Wo könnte ich denn hier? Da oben ist ein Schmied. Also hier. Waffenschmied, das ist auch nochmal ein Schleifstein. Rüstungsschmied. Hier ist ein Schmied. Dann gehe ich da morgen früh hin und hoffe, dass ich noch ein Schwert bekomme. Ups. Sonst muss ich mit so einem Fleischermesser kämpfen oder so. Würde auch gehen. Gar kein Problem. Hey du, auf ein Wort. Wer ist das? Ach, so ein Landstreicher. Jetzt nicht? Ich will keinen Stress. Mein Plan steht, erst trainieren. Also jetzt erstmal wieder ein neues Schwert und dann trainieren. Mit Bernhard und so. Na, wie weit muss denn der Lumi laufen? Tonda, den hatte ich noch nicht. Den hatte ich auch. Guten Tag. Den Job verpasst. Und, wie geht es dir? Ist nicht so leicht, wie ich gedacht habe. Ja, ist ein anderes Paar Schuhe, als die Winde zu drehen, was? Du hast's erraten. Aber keine Bange, ich beiß mich da schon durch. Aber sieh zu, dass du dich nicht so sehr schindest. Wer würde dann die Winde drehen? Hast recht. Gott behüt dich. Cornelius hatte ich schon gesprochen, aber jetzt habe ich eigentlich nicht nochmal. Na, egal. Ich hinterfrag's jetzt nicht. Mir wurden doch hier Sachen zugestimmt. Von dem einen war das irgendwie, jetzt muss ich mir da nochmal anhören. Das hat er mir schon erzählt gehabt mit diesem, ich nenne es jetzt mal Artefakt. Aber Cornelius meinte doch, Geld, oder? Muss ich mir auch nochmal anhören. Ich dachte, das würde sich vielleicht auch aktivieren, wenn ich die anspreche. Hätte ich auch mal wieder was verdattelt. Naja. Man kann es ja jedem recht machen, als ob das passieren würde, mich in dem. Den Rest habe ich jetzt für mich gedacht, was ich sonst gesagt hätte. Man kennt's. So, Hallöchen. Schick hat der vielleicht? Grüß dich. Waffen? Zwar verkaufe ich immer, aber... Es ist einfach schon zu lang. Ich habe doch mit ihm schon gequatscht gehabt. Ich kann nur Sachen bei ihm verkaufen. Okay. Lebe wohl. Theresa. So lange war ich nun auch wieder nicht im Dialogmenü. Option, Gedöns, Ding und so. Immer die Tür hier vor der Nase zu machen, ich glaub's ja. Na, Bursche, Lust auf eine kleine Wette fürs Rateien? Kann man das deaktivieren, dieses Turnier? So langsam wird's anstrengend. Also, finde ich. Wo ist denn eigentlich Hundi? Das ist ein bisschen dunkel. Ich wollte dir noch loben. Ich, da. Essen, loben, passt. Ein guter Hund bist du.
So ist's recht. Der wirkte mal nicht so überzeugt, wenn ich das mache. Naja, egal. Gib hier mein Bestes. Dann schlafen gehen. Und dann trainieren. Ich bin zwar wahrscheinlich gar nicht müde, oder? Nee. Müssen wir warten, bis sie alle wach sind. Sonst klappt das nicht. Ich könnte auch noch die Jobs suchen für meine einen Dudes, die ich da gefunden hatte, den einen Tag. Fragen, ob da jemand einen Job hat. Das Rataya-Turnier, ne? Das werde ich niemals machen. Oh Gott, tut mir der Magen weh. Ich war gerade kurz irritiert, es tut mir leid. So. Hier. Na klar, dass ich sowas dabei habe, ne? Waffen, was habe ich denn hier noch? Ein Fleischermesser hätte ich hier noch. Nehmen wir auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Geld mit. Ich weiß nicht, wie teuer ein Schwert ist. Das weiß ich nicht. Eine Sache könnte ich eigentlich auch verkaufen. Aber falls jemand was braucht, hätte ich das vielleicht hier drinne. So. Hallöchen. Ich muss trotzdem hier raus. Na dann, gehen wir. Ja, ist gar kein Problem. Ich schau mal, ob der Schmied schon wach ist. Ich komme ja eh dran vorbei. Ja. Und ansonsten kämpfe ich mit meinem alten Schwert. Ich meine, das ist ja quasi Training. Müsste jetzt eigentlich... Der wird noch nicht da sein, ne? Aber gleich wird er da sein. Oh, das wollte ich nicht. Das war zu weit. Ja, sonst gehe ich vielleicht den anderen Dingen hier schon nach, die wir haben. Ich muss mal schauen. Im Schuster war ich ja jetzt. Ich könnte noch beim... Welchem? Da steht ja eigentlich Waffenschmied und Rüstungsschmied. Ich hier glaube ich jedes Mal zum Falschen. Kann das sein? Müsste auch nochmal gucken. Und zum Schneider müsste ich auch. Ich meine, die könnten ja mal ein bisschen früher anfangen. Es ist hell. Ihr müsst arbeiten. So sieht's aus. Wir haben hier keine Zeit für so eine... Spielchen. Ich muss ja wieder ankommen, nachdem ich so lange für hier Fräulein Stefanie so viel gemacht habe. Ich sag euch, wenn mich darauf jemand anspricht, wir lügen bis zum geht nicht mehr. Ja. Schließlich wollen wir hier Theresa und so. Das war der Plan. Obwohl der Plan von ihm vielleicht ist, einfach hier darum zu bekommen. Berans Frau, Antonia. Die habe ich doch auch den Job gegeben. Nein. Hau ab. Die habe ich doch auch den Job gegeben. Das war doch, wo Theresa mich genervt hatte. Das war anstrengend. Ein paar bewegen sich hier aber schon. Minimal. Da ist niemand da. So, jetzt muss ich mal gucken, wo gehe ich immer hin? Ich gehe immer... Weil hier werden doch zwei Sachen angezeigt. Rüstungsschmied, Waffenschmied. Aber warum habe ich zwei Bildchens? Wisst ihr, das verwirrt mich. Das ist mir gerade eben nochmal aufgefallen. Es gibt... Wir haben Haus daneben. So. Ja.
Hier könnte ich mir ein Schwert holen. Naja, gut. Die stehen jetzt alles nach und nach auf. Das würde ich dann dort verbessern. Der Fleisch hat wahrscheinlich auch noch zu. Hier hat alles noch zu. Also wirklich. Wie lange soll ich denn schlafen? Dann schlafe ich ja 12 Stunden. Weil die so lange mal in der Kneipe sind, ne? Hier. Hier arbeitet schon jemand. Vielleicht eine Bürgerin. Ja. Die anderen alle nicht. Das ist ja enttäuschend. Enttäuschend. Bin ich mal beim Schmied. Ich hätte zwar in den ganzen anderen Dörfern, kenne ich auch ein paar Leute. Schmiedgedönsmenschen. Muss ich da das auch mal machen? Aber hier ist halt keiner. Na, da. Die sind jetzt auch schon alle wach. Da müsste doch Bernhard auch schon wach sein. Kolder vom Turm. Ist ja so, weil er normalerweise auf dem Turm rumhängt, oder wie? So. Jetzt muss ich so schauen, wenn ich ihn irgendwo sehe, aber es kann auch sein. Ich würde schon ganz gerne heute machen. Das war der Plan. Also, ein Plan. Einmal eine Stunde blöd in der Ecke rumstehen. Nichts verändert. Kann natürlich auch sein, dass er nicht da ist, wenn... Ach, da kommt er. Wenn es Turnier ist, wollte ich gerade sagen, aber hier... Ja. Bernhard. Was geht so? Ich mache erstmal kurz mit Holzschwertern und danach mit echten Waffen. Ich würde gerne ein bisschen mit Holzschwertern üben. Gut. Lass uns anfangen. Mit welcher Waffe möchtest du üben? Ich habe ein Bastardschwert, ein Kurzschwert, Stangenwaffen... Du entscheidest. Ich möchte mit dem Kurzschwert üben. Nein, ich wollte wie ein mit dem echter Ritter. Das wollte ich nicht. Ohne Schild. So, schnapp dir eine Waffe und los geht's. Ja. Oh! Herrgott! Ja, das denke ich mir auch, Herrgott. Danke dafür. Ich habe das nochmal nicht verstanden, wie man das hier macht mit den Kombis. Wieso atmet der so komisch? Ich habe ihn getroffen! Ziel erreicht! Ich kann aufhören. Oh, der ist ja gut. Verdammt! Wieso sagt er denn verdammt und sowas? Seit wann ist er denn so? Oh, er hat mir Aua gemacht. Oh.
Ich bin hier. Ich habe keine Ahnung. Ich kann. Gibt es jetzt einen Unterschied mit dem Schwert? Ich frage nur so. Ich merke ihn nicht, aber ich war auch voll lange nicht drin, ne? Ich würde ganz gerne, glaube ich, mit dem normalen Schwert kämpfen. Okay. Musst du aufgeben dafür. Übung. So. Verteidigung. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich. Fortgeschritten? Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Ja. Ich möchte die Grundlage festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Seit wann kostet es denn Geld? Ist das nicht etwas viel? Früher war das auch mal günstiger. Seit wann kostet es Geld? Einverstanden. Hör gut zu. Direkt schon gestiegen. Ach, das war's? Ach so, sowas war das. Okay. Aber ich hatte doch schon mal mit ihm so eine Verteidigungssachen geübt. Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Jetzt ein bisschen geklappt. 180. Ist das nicht etwas viel? Geh mal auf 100. 65, sagt er. Miserabel. Wie wär's damit? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Naja, ich kann hier nur in 5er Schritten. Einverstanden. Hör gut zu. Aber wie hatte ich das denn? Ich hatte doch auch mit ihm so andere Übungssachen gemacht gehabt. Mach ich jetzt mal mit echten Waffen üben. Ich möchte üben, aber mit richtigen Waffen. Da ist aber jemand großspurig. Aber ich mag es, wenn ein Mann Feuer im Blut hat. Ja. Mit einem Holzschwert lernst du nicht annähernd so viel wie mit einem echten. Den alten Meistern zufolge ist nur der ein wahrer Lehrling, der die Klinge mindestens einmal zu spüren bekam. Manche meinen, man solle sogar dem Tod die Hand schütteln. Aber das ist Blasphemie. Ach. Lass uns anfangen. Keine Angst, ich bringe dich schon nicht um. Aber falls du verletzt wirst, musst du dich selbst versorgen und mit den Folgen leben. Mit welcher Waffe möchtest du üben? So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe das ja noch nie gemacht, ne? Mit Echtsachen, weil ich habe mich gerade gewundert, dass er das sagt. Also wir gehen danach ins Badehaus. Ich sehe schon vor mir, müssen wir gucken. Je nachdem, ansonsten müsste ich mal diese Sachen freischalten, dass wir hier überhaupt irgendwas mal können und verbinden und so. Ich habe ja bisher keine einzigen Fertigkeitspunkte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es hier heißt. Ich glaube, Fertigkeitspunkte hieß es hier. Ausgegeben. Das wird sich dann vielleicht mal lohnen. Weil hier, das kostet jetzt nichts. Ich könnte durchaus ein wenig Übung mit dem Bastardschwert vertragen. So, schnapp dir eine Waffe und los geht's. Ich habe die Waffe weggepackt. Das müsst ihr erstmal hinkriegen, ne? Ich habe keine Waffe in der Hand, mein Lieber. Musst du jetzt weinen? Hat er nicht gesagt, er bringt mich nicht um? Ach. Verbandsahn habe ich nicht dabei, ne? Fantastisch. War kurz noch nicht anwesend. Also es geht halt bis zum Ende, aber man hat dann minimales Leben, was mir nichts bringt, wenn ich bis zum Badehaus rennen muss. Ja,
Das Badehaus ist zu weit weg, das schaffe ich nicht. Na gut, dann weiß ich aber Bescheid, dass es jetzt so ist. Dann machen wir das doch gleich nochmal. Yeah. Geil. Der Hammer. Der reinste Hammer. Ich habe gerade, weil ich wollte nochmal gucken. Ich habe... hier rein zufällig gerade, dass ich mehr Leben habe. Bei einer Blutung verlierst du nicht so schnell Blut. Aber ach, okay, ich brauche diese Stufe 3, aber Mindeststufe habe ich denn hier? Spezialisierungspunkte? Aktuelle Stufe? Nee, ich habe 7. Hätte ich das mal nehmen sollen, jetzt bringt es natürlich nichts mehr. Oh, das kann man nicht kombinieren. Trausch. Das brauche ich. Mit letzter Kraft. Das wäre vielleicht schon von Vorteil. Naja, gut. Brauche ich jetzt nicht lernen, bin gleich tot. Ja, dann natsche ich das doch gleich alles nochmal hoch. Was fast perfekt. Perfekt. Liebe ich. Machen wir doch gleich normal. Ist ja gar kein Problem. Bin hier nur aufgestanden und hochgelatscht. Sollte ja okay sein. Sollte jetzt eigentlich alles funzen. Vielleicht sollte ich nur was essen. Vielleicht sollte ich hier schon eine Stunde warten. Und dann hoch. Perfekt. Oh, meine Güte. Er ist jetzt schon wach, aber die anderen sind wahrscheinlich noch nicht wach. So, sicherheitshalber. Stopp. Da war doch was. Das andere möchte ich ganz gerne. Ich schalte jetzt mal frei, was man so freischalten kann. Ich habe hier diese komischen Punkte, wo ich keinen Plan habe, wie man das... Warum? Wieso? Weshalb? Gucken wir doch mal. Festigkeit? Nee. Die Chemie, da habe ich noch nichts. Heimlichkeiten. Hab ich irgendwas? Hundeflüsterer. Kampf. Ah, da habe ich schon was. Je mehr dein Schwert beschädigt ist, desto größer ist die Chance, einen Gegner damit bei einem Treffer zu vergiften, selbst wenn du kein Gift aufgetragen hast. Ist schon klar, ne? Ist ja vielleicht was für mich. Deinen Angriff zu blocken, kostet deinen Gegner 15% mehr Ausdauer. Wenn du deinen Gegner bei einer Umklammerung schlägst, beschädigst du seine Waffe 15% mehr. Eine beschädigte Waffe verursacht deutlich weniger Schaden. Er verursacht deutlich weniger Schaden und verliert enorm an Wert. Deine Rüstung ist in den Dialogen 30% furchterregender als üblich. Warum hat er gerade so eine Investi-Post? Nicht ganz V-Post. Irgendwie? Ich. An sonnigen Tagen glänzt deine Rüstung so grell, dass du für einen edlen Ritter gehalten wirst und deinen Charisma-Bonus erhältst. Je mehr Plattenrüstungsteile du trägst, desto höher fällt der Bonus aus. Aha. Raffiniert drapiert. Du legst deine Rüstung auf andere Gegenstände so geschickt an, dass sie dir um ein Drittel leichter als im Inventar erscheinen. Bräuchte ich vielleicht auch.
Axt benutze ich nicht. Schwert. Ich habe damals nur dieses eine bei dem gelernt automatisch. Kann Feinde aus dem Sattel heben, interessant. Aber hier, Schwert. Zustechen, zuschlagen, zustechen, zuschlagen, zuschlagen. Aber das sind doch so eine Kombos, die ich bei ihm lerne. Wieso soll ich das nochmal freischalten? Hier gibt es einfach Kombos. Okay. Bei Schwert. Das ist eine... Da hat vielleicht maximal praktisch. Gibt's. Ah, Stärke. Ich benutze kein Schild. Leichen oder Bewusstlose zu tragen? Sowas mache ich nicht. Ist im Griff. Deine Chance, den Gegner in der Umklammerung zu überwältigen, ist um 40% erhöht. Was? Du kannst 15 Pfund mehr als sonst tragen. Das ist praktisch. Deine Ausdauerregeneration ist im Kampf nicht verlangsamt. Das ist doch gut. Das möchte ich gerne. Mit viel Schwung. Deine Angriffe verursachen mehr Schaden, verbrauchen 10% mehr Ausdauer. Nicht gut. Gilt nur für Waffen, die auf Stärke basieren. Mhm. Schädelbrecher. Besteht eine um 10% erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Gegner mit dem Treffer auf den Kopf umhaust. Nehmen wir das doch. Man kann hier auch mal Sachen ausgeben. Ja? Hauptstufe. Das Hä? Erlaubt es, dir Verbände anzulegen? Ich konnte nie einen Verband anlegen. Ich habe das noch nie gelernt. Ich habe das noch nie gelernt gehabt. Das verstehe ich jetzt nicht. Was gibt's hier noch? Der Duft des Mannes. Oh Gott. Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen 50% mehr Charisma. Ich würde mal sagen, die müssen sich 50% mehr übergeben. Allerdings stinkst du so penetrant, dass andere dich leichter bemerken und deine Fertigkeit Heimlichkeit um 30% verringert ist. Wer nimmt es denn? Deine Ausdauer regeneriert sich nachts 20% schneller, tagsüber jedoch 10% langsamer. Speer. Erhöhte Sichtweise aufgedreht. Deine Energie sinkt um ein Viertel langsamer, weswegen du länger ohne Schlaf auskommst. Das ist eigentlich schon gut. Frischluft nach dem Kerker. Nach der Entlassung aus dem Kerker sind deine Werte 20% weniger stark verringert. War noch nicht im Kerker? Erste Hilfe 2. Verbände sind 25% effektiver und du kannst deine Heilkunst auch in Dialogen einsetzen. Ich pack gleich noch Verbände ein und dann gucken wir mal, sonst könnte ich das ja freischalten. Naturbursche. In der Wildnis erhältst du einen Bonus von 1 Punkt auf Stärke, Agilität, Vitalität und Redekunst. Kann nicht mit der Spezialisierung Bürger kombiniert werden. So, weil man das da in Städten und Dörfern bekommt. Ja. Akrobat. Doch cool. Du warst schon immer gelenkig und hast in deiner Kindheit viel herumgetollt. Dir dabei aber auf den Kopf gestoßen. Redekunst und Charisma sind um 1 Punkt verringert. Du erhältst aber einen Bonus von 2 Punkten auf Agilität. Hier kann man es mit ganz viel nicht kombiniert werden. Was jetzt quasi alles danach kommt. Das ist ein Gelehrter. Deine Lesefertigkeit wird um 3 Punkte erhöht. Dies geht jedoch auf Kosten deiner körperlichen Verfassung.
Das ist natürlich kacke, ich würde es gerne nehmen, ne? Ich gehe davon, Heinrich wird hier richtig schlau und der hat alle Bücher in der Bibliothek dann gelesen. Das finde ich cool, das würde ich einfach nur nehmen, weil ich es cool finde, ne? Und weil ich den ein bisschen anders spiele. Zwar wollte ich nicht, dass das mit Fräulein Stefanie passiert, das war mir nicht bewusst. Ich dachte, es passiert irgendetwas anderes. Ich fand die von Anfang an komisch, ne? Jetzt weiß ich Bescheid, wie das hier läuft. Ganz ehrlich, der Adlige würde niemals... verheiratete Adlige so hoch, die wird ja auch in den Kerker geschmissen werden, ne? Würde man nicht machen. Zu der Zeit nicht so rum. Deshalb dachte ich, es passiert was anderes. Nie so realistisch. Okay. Setzt lieber auf rohe Gewalt. Oh Gott, den Schüling gibt's auch noch. Da ist sogar um 2 Punkte die Stärke verringert. Ja, noch schlimmer. Zustände. Andere habe ich ja alles noch nicht so. Okay. Kampf, das hatte ich gerade eben schon durchgelesen. Da will ich halt jetzt per se nicht unbedingt gerade was aktivieren. Besonders hier nicht beim Schwert. Weil das sind ja die Sachen, die man bei ihm lernen kann. Warum soll ich es freischalten? Mal gucken. Und lesen ist aber cool. Sämtliche Bücher in Lehen sind günstiger. Das ist doch cool. Das würde ich gerne nehmen. Es ist mir egal, ich nehme das. Schnäppchenjäger bei Büchern, immer. Immer. Jetzt sind wir ein paar sinnvolle Sachen hier. So, hier gibt es auch Pferdeboni-Sachen. Lastenpferd. Ein Pferd kann mehr tragen, ist jedoch langsamer. Rennpferd. Muss wahrscheinlich eher schneller wegrennen. Ich sammle aber auch jeden Shit wieder auf, ne? Also... jetzt natürlich schwierig. Ich habe dieses Problem, dass ich einfach alles einsammle, was man einsammeln kann. Ich habe auch das Problem, dass ich wegreiten muss. Ich werde mal gucken, wie es demnächst läuft. Aber ich habe eh 2 Punkte. Ist dein Pferd verletzt, so ist es schneller. Eigentlich ganz gut. Jetzt den Sattel. Erhöht deine Chance, dich im Sattel zu halten, wenn dein Gegner versucht, dich vom Pferd zu holen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wetter fühle ich. Dein Pferd scheut allgemein etwas weniger bei Unwetter, dafür jedoch deutlich mehr. Ich nehme mal schon mal dieses Fest im Sattel, das ist gut. Kräuterkunde. Wenn du genügend wohlriechende Kräuter im Inventar hast, erhältst du einen Bonus von 2 Punkten auf Charisma. Aha. Pferdekraut. Ich weiß nicht. Jagen. Süßes Hündchen kann ich nehmen. Oh. Jagdwild. Ich nehme süßes Hündchen. Cool. Ich weiß. Hättest du mal Jagd genommen, dann hättest du die ganzen Sachen auch sammeln können und hättest genug Fleisch für deinen Hund, ne? Und? Heinrich ist tierlieb und ist gern hier mit seinen Haustierchen zusammen, ne? Wollen wir auch mal hier ein bisschen anders realistisch unterwegs sein. Die Verbände mitnehmen. Dann bin ich aber mal gespannt. Weil das ging Ewigkeiten nicht. Da stand immer, ich kann es nicht anlegen. Das ist das Komische, weil ich habe ja Verbände. Ach, diese ganzen Karten habe ich auch noch übrigens. Ich habe so viel zu tun, ich weiß gar nicht. Und heute ist erstmal wieder Reinkommen-Tag. Reinkommen-Tag und blöd rumlabern-Tag. Ich habe aber auch mir diese anderen Fertigkeitssachen nie angeguckt, ne? Und die Verbände nicht. Ja. Wo ich jetzt wahrscheinlich nicht, aber... okay, dann, weil ich Sachen bei ihm gelernt habe, da muss ich nochmal schauen, ob es jetzt sinnvoll war, dass ich es gelernt habe oder nicht. Die Groschen... oder dann ein neues Schwert. Obwohl ich bei ihm ein Schwert bekommen habe.
glaube ich, nehme ich mal stark an, weil ich konnte ja auswählen, mit was ich trainieren möchte. Ja. Dann wollen wir mal. Jetzt müsste er ja auch schon da sein. Jetzt habe ich schon wieder so lange hier rumgebummelt. Kommt. Kann ich mir wenigstens verbinden und mich dann heilen. Badehaus heilen. Oder ich lerne dann gleich diese Alchemie-Sachen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Naja. Ich glaube, ich würde auch nicht mehr an den... Oh, Achtung. Willkommen, Heinrich. Hallöchen, guten Morgen. Willkommen, Heinrich. Wurde hier noch nie begrüßt, als ich rein bin. Mögen die mich jetzt auf einmal mehr? Das Waffending hat auf. So, ich will mal gucken. Schwertschmied. Grüß Gott, was kann ich für dich tun? Wie teuer sind denn die Schwerter? Kann der mein Schwert reparieren? Ich will es nur herausfinden. Das könnte er machen. Der andere kann das nicht, weil das ist der Schwertschmied und der andere ist der Rüstungsschmied. Ah. Aber lass uns handeln. Was hat der alte Schwert? Würde 55 Schaden machen? Ich habe gerade dieses andere. Wird auch ganz. Ich habe das Bürgerschwert. Der, wieso steht der mal neuerdings hier in dieser Poster? Ich habe was kaputt gemacht. Nadel. Mindestagilität 6. Schaden, Stich 50. Schlag 40. Wucht 2. Was ist Wucht? Hm. Auch was mit Schlag. Und Stich, gutes Wucht. Glaube ich nicht. Altes Schwert. Stich 39, Schlag 55. Nicht. Nochmal Geld ausgeben für ein neues Schwert. Edles Jagdschwert. Ah, das kann ich noch gar nicht nehmen. Kann ich das nehmen? Ja. Wiegt halt voll viel, oder? Nö. Nehmen wir das doch mal mit. Vielleicht blöder, aber... Pff, das ist ein rettender Engel. Das ist viel besser, das hätte ich gerne. Das ist Stich und Schlag, beides gleich. Für jemanden wie mich? Seelenschlitzer. Gehe da gleich nochmal in meinem Warenkorb durch und entscheide dann, was ich nehme. Ein Stecher. Ein Langschwert. Nee, will ich nicht so. Das war auch krass, ne? Das ist krass. 66 und 39. Wie steche ich nicht? Ich bin kein Stecher. Wie sich das anhört, ne? Gott. Mein Kopf. Was nehmen wir? So. 39, 55, 52, 52. Ich würde jetzt mal diesen rettenden Engel nehmen. Der ist auch recht günstig. Der ist vielleicht ein bisschen komisch. Warum? Wieso? Weshalb? Ist auch ein bisschen schwerer. Aber ich weiß, wegen diesem Schlag und dem Stich... glaube ich, jetzt besser, das so auszuprobieren. Reden wir über den Preis. Selbstverständlich. Ganz selbstverständlich. 310. Was sagst du dazu? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Das ist aber auch immer so, ne? Ja, das sollte passen. Danke. Hätte ich auch einfach hier alles mitnehmen können. Aber ich bin ja nicht so.
bin ja ehrlich. Besen für die Stube, Rechen und Hacken für den Acker. Was braucht man mehr? Kommt und seht euch um. Ich weiß auch nicht, was ich mehr brauche. Soll ich mal mit so einem Rechen kämpfen? Das kann man hier gar nicht, oder? Das wäre lustig. Das hätte was. Ah ja. Oh, Bernhard müsste jetzt auf jeden Fall da sein. Ich habe jetzt wirklich richtig rumgebummelt. Kommt. Ich würde aber trotzdem noch mal kurz die Holzschwerter wahrscheinlich nehmen. Weil da hat sich ja auch was verbessert gehabt. Die Sachen würde ich wahrscheinlich so nicht lernen. Ich gucke gleich nochmal, welche Stufe ich bin, weil ich brauche ja mindestens Stufe 5. Und wenn ich in Stufe 4 bin, ist es schwachsinnig, dann da irgendwie wahrscheinlich Geld für auszugeben. Wegen diesem Punkt, was man dann da bekommt. Er ist gar nicht da. Ich bin enttäuscht. Hätte ich ja noch mit dem Fleischding gehen können. Schande. Schande, Schande, Schande. Schwert habe ich 7. Verteidigung habe ich 4. Würde ich wahrscheinlich kurz danach machen. Ich weiß nicht mehr so viel Geld. Hallo Bernhard. Keine Zeit. Können wir trainieren? Was ist der? Ist der Junge? Na, jetzt ist dieses Turniergedöns. Ist der. Herold. Oh nee, mit dem Herold wollen wir nicht reden. Wolfram Bruder, der macht hier bestimmt mit. Hochverehrte und vornehme Leute, Freunde und Nachbarn, willkommen zum berühmten Turnier. Nee, berühmt ist es nicht. So oft wie das stattfindet, ist es ja wohl nicht mehr berühmt. Das ist doch dann einfach nur noch nervig. Jetzt habe ich den wahrscheinlich genau verbasselt, ne? Aber vorne hatte ich bis 8 gewartet und dann kam man da rausgeschlendert. Das ist doch komisch. Das ist wirklich komisch. Und der hier vielleicht? Jetzt so. Jetzt habe ich. Was habe ich denn vorhin anders gemacht, dass er jetzt nicht rauskommt, weil er jetzt bei dem Turnier irgendwo rumrampelt oder was? Training geht vor. Keine Unterhaltung hier. Werde ich wahrscheinlich irgendwann auch noch machen, aber in 10, 20, 30, vielleicht auch 50 Jahren. Je nachdem. Privater Bereich. Der Typ ist einfach nicht da, ne? Jetzt ist er da. Er wird angezeigt. Oh, das ist doch heute ja ein bisschen, ne? Da ist er. Der ist einfach aufgeploppt. Kam er hier nicht rausgelatscht. Wo war der? Da hinten bei einem Bauernhof? Oder wie? Mein Junge, das ist anstrengend. So. Übung. Ich würde gerne ein bisschen mit Holzschwertern üben. Gut. Lass uns anfangen. Mit welcher Waffe möchtest du üben? Wie immer. Ich habe ein Bastardschwert, ein Kurzschwert, Stangenwaffen. Du entscheidest. Mhm. Ich könnte durchaus ein wenig Übung mit dem Bastardschwert vertragen. So, schnapp dir eine Waffe und los geht's. War das nicht, das regeneriert sich besser im Kampf?
Mit dem Kurzschwert ging das besser, kann das sein? Auch mal ich das gar hinbekommen habe. Autsch. Ein herumgescheiße mehr. Hallo? Da. Ist ja kein Gerumgescheiße mehr. Rot getroffen. Ach, Scheiße. Gnade. Genug. Du gewinnst. So. Nur weil ich wegen Leben und so. Und ich will ja die anderen Übungen noch machen. Dafür muss ich Geld zahlen. Ich würde das jetzt mit dem Schwert. Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Was probieren? Selbstverständlich. So, fortgeschritten erfordert Stufe 5. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Ist das nicht etwas viel? Wie immer hier ein bisschen, ne? Einverstanden. Hör gut zu. Kampf und Schwert, neue Stufe. So, wir sind noch nicht fertig, mein Lieber. So. Echte Waffen. Ich möchte üben, aber mit richtigen Waffen. Da ist aber jemand großspurig. Hm. Aber ich mag es, wenn ein Mann Feuer im Blut hat. Mit einem Holzschwert lernst du nicht annähernd so viel wie mit einem echten. Den alten Meistern zufolge ist nur der ein wahrer Lehrling, der die Klinge mindestens einmal zu spüren bekam. Manche meinen, man solle sogar dem Tod die Hand schütteln. Aber das ist Blasphemie. Lass uns anfangen. Keine Angst, ich bringe dich schon nicht um. Aber falls du verletzt wirst, musst du dich selbst versorgen und mit den Folgen leben. Mit welcher Waffe möchtest du üben? Mal mit dem Schwert. Ich könnte durchaus ein wenig Übung mit dem Bastardschwert vertragen. So, schnapp dir eine Waffe und los geht's. Was ist los? Keine... Herrgott! Ey, komm, ich hab dich einmal getroffen. Das möchte ich auch noch können, ne? Du wirst... Ihr kommt! Im Vergleich zu ganz am Anfang, gerade eben. Ja, ui. Ist er eigentlich übrigens nicht verletzt, oder? Hätte, wie viel hält er denn aus? Braucht mal wieder Ausdauer. Aber diesmal habe ich wenigstens keine Blutung. Noch nicht. Jetzt habe ich Blutungen, jetzt bin ich mal gespannt. Das ging nie mit dem Verband. Ich habe es auch nicht gelernt, ne? Das ging dann irgendwann automatisch. Okay, reicht nicht. Ich habe mein Torso verbunden, aber... Jetzt? Ich habe halt nicht so viel mitgenommen. Ich sterbe schon wieder, ne? Was ich jetzt machen könnte. Wieso habe ich denn jetzt hier so negative Sachen? Achso, wegen den Sachen wahrscheinlich alles.
Kampf. Werte, hier. Hätte man machen sollen, dieses effektiver, ne? Kann ich ja. Wo war das gewesen mit dem. Looten? Dickes Blut. Ich das. Eine Zeit. Ja. Okay, ich muss richtig viel Verbände mitnehmen, weil ich habe den Torso die ganze Zeit. Ah je, yeah. Okay, ich dachte, es ist ein Verband oder so, um es zu stillen, die Blutung. Es geht ja um die Blutung. Dann, ja, gut. Dann auf jeden Fall gleich dieses 25% effektiver mit dem Verband auch noch. Aber ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Er hat nur so eine krasse Rüstung an, sonst hätte er bestimmt auch ein paar Verletzungen gehabt, nicht nur ich. Ich habe ihn auch ein paar Mal getroffen. Ich bin da, doch, Heinrich, da. Für das er so lange hier auch keine Ahnung mehr hatte, was er machen soll. Auch Hilfe. Nicht so lange rumschwafeln. Herr, im Himmel ist das Blut? Du solltest dich baden. Was würde ich wohl im Badehaus machen? Weiß ich nicht. Ich möchte etwas bestellen. Aha, und was darf's sein? Das Komplettpaket. Das. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen und ein Bad nehmen. Oh, und meine Kleider gehören gewaschen. Natürlich, aber zuerst das Geld. Ich denke immer, ich würde nicht bezahlen. Das ist ne? mir zu teuer. Und wie viel würdest du zahlen? 28. Wir probieren's. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Woanders spare ich zwei. Ich muss etwas zu essen besorgen. Mhm. Ich war eigentlich jetzt den gesamten Tag im Badehaus. Perfekt. Hat sich gelohnt. So. Hier draußen gab es auch ein. Aber mir wird das mit dem Essen gar nicht angezeigt. Wahrscheinlich hat sich das im Badehaus auch gelegt. Ich habe bestimmt bei den Preisen auch was zu essen im Badehaus bekommen. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich wollte zu so einem Kochtopf laufen. Weil man ja unrealistischerweise aus jedem Kochtopf, den man sieht, essen kann, wenn da was drin ist. Naja, gut. Vielleicht gebe ich auch einfach das Geld aus. Ich weiß nicht, ob ich bei ihm noch irgendeine Fähigkeit lernen könnte. Gratis, nenne ich es mal, ohne so einen Fertigkeitspunkt. Müsste ich mir dann nächstes Mal nochmal anschauen. Ansonsten, ja, verteile ich die Pünktchen nochmal, je nachdem, wie es ausschaut, würde ich sagen. Ne? Und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Entweder mit Theresa oder mit den ganzen anderen Aufgaben, die wir bekommen haben. Es gibt massig viel zu tun. Ich würde aber ganz gern wissen, wie es mit Theresa weitergeht. Sie auch mit mir. Sie kommt straight auf mich zu und ignoriert mich. Das Leben ist hart. Das Leben ist hart. Bis hierhin war es mir ein inneres Blumenpflücken. Heute sehr uninteressant. Sorry, ich musste mich erstmal wieder reinfinden. Nächstes Mal geht es mit der Story von Heinrich weiter. Ich weiß auch nicht, wie ich ihn aussehen lasse, aber wahrscheinlich immer grandios gut. Bis dann. Ciao.